Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Traderinnen und Trader, und herzlich willkommen zu einer kleinen Schau in den australischen Aktienindex, US-Dollar, türkische Lira und Euro, schwedische Kronen. US-Dollar, schwedische Kronen hatten wir gestern erst in einer Nachfrage hier an dieser Stelle in den Morgenideen, wo ich gerne auch auf den ein oder anderen Wunschchart mit eingehe. Bevor wir in das Webinar starten, ganz normal wie jeden Morgen der Risikohinweis, den bitte ich an dieser Stelle selbstredend auch zur Kenntnis zu nehmen. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Guten Morgen, Elena. Ja, heute in den Nachrichten, was gibt es? Ein paar wichtige Daten hier bei uns aus Deutschland kommen am heutigen Vormittag. Wir starten hier mit den relevanten drei um 10.30 Uhr. Erst einmal aus Großbritannien. Ein paar Nachrichten hier zum Durchschnittseinkommen inklusive Bonuszahlung und zur Änderung der Arbeitslosenquote hier aus Großbritannien. Gestern nächste Schlappe für Frau May. Mal schauen, wie es im Thema Brexit weitergeht. Heute 11 Uhr hier, wir sehen es, der ZEW-Konjunkturindex bzw. die ZEW-Konjunkturerwartungen für Deutschland werden uns hier bekannt gegeben. Da wissen wir mehr, wie die Wirtschaft hier bei uns bald ticken wird. Ansonsten aus den USA heute Nachmittag noch ein paar Daten zu den zivilen Investitionsgütern, zu den Auftragseingängen hier, etwas rund um den API Rohöllagerbestand, und wir bekommen heute von der EZB wieder eine kleine Rede, das am Vormittag. Also hier alles insgesamt ein Tag mit nicht ganz so vielen Nachrichten, aber die ein oder andere sehr wichtige Nachricht, gerade für die deutsche Wirtschaft, ist auch hier mit dabei. Schauen wir doch in die Charts hinein. Ich hatte es ja angekündigt, wir schauen heute in zwei Währungen und in den australischen Aktienindex. Wir starten hier mal, weil sie gerade auch noch aus dem Morgen-Research auf der Uhr hier ist, mit der Währung US Dollar, türkische Lira. Was ist hier zu sehen? Wir sehen es sehr, sehr, sehr schön. Die Historie hier, erst einmal ein Aufwärtstrend, dann der Bruch, der technische Bruch des Ganzen mit seinem Tief hier unten. Hier war das Tief der Bereich im Low bei 5.15.834. Das heißt, wir sind technisch definitiv unter das Tief dieses Aufwärtstrends gegangen hier. Also wir sehen in der Währung US-Dollar, türkische Lira, da gibt es immer wieder hin und her. Erst bricht der Aufwärtstrend den Abwärtstrend, dann wird direkt nach der ersten Bewegung, nach dem Bruch, voll abverkauft. Danach gibt es hier untergeordnet einen Abwärtstrend, einen kleinen, der das Ganze hier unten rausnimmt, bricht, und danach, nur um danach einfach wieder schön langsam und gemütlich nach oben zu schwingen. Also es ist ein Hin und Her, aber das Schöne ist, wenn man sich die richtigen Stellen zum Traden aussucht, dann kann man auch damit Gewinne machen. Und das, was wir hier jetzt gerade sehen, das ist so eine Stelle, da sammelt sich der Markt so ein bisschen über die Seitwärtsbewegung. Ne? Wir sehen es, wir hatten ja eine lange, lange Zeit mit hoher Aufwärtsdynamik. Jetzt keine Riesenkerzen, aber der Markt ist schön nach oben gelaufen, schön nach oben geschwungen. Hier gab es zwischendrin mal um die Marke von 5,31 ein gewisses Innehalten, so ähnlich wie wir das hier oben gerade sehen. Und danach gab es den nächsten Schub. Und das haben wir jetzt hier auch. Der Schub mit der Seitwärtsbewegung hier, der hat sein Hoch bei 5,48, 5,49 und sein Tief bei Kursen um die 5,42, 2,05. Das die Bereiche hier, dieser Seitwärts-Range. Ganz, ganz kurzfristig orientierte Anleger, die können selbstredend hier das In-Range-Trading für sich nutzen, wenn es da entsprechende Handelssignale gibt. Andererseits, wir haben jetzt hier erst einmal eine Aufwärtsdynamik gehabt, und im Sinne dieser Aufwärtsdynamik wäre es natürlich gut zu sehen, wenn der Markt auch dynamisch nach oben rausbricht. Wenn er es macht, wenn er oben drüber geht, über die 5,48, 5,49, sind die nächsten Anlaufpunkte hier in den Marken, die wir hier schon sehen. Hier drüben bei 5,53, 9,96 gab es ein paar, ja, sag ich mal, heiß, wo der Markt nicht drüber wollte. Das wäre hier das nächste Widerstandslevel. Wilfried, einen schönen guten Morgen. Darüber hinaus, schafft das darüber, dann gehen wir hier in Spike Top bei 5,62, 300. Das sind also die Marken, die wir hier durchaus auf der Oberseite für einen Swing auf der Uhr haben kann, um den Markt nach oben zu begleiten. Bleibt allerdings hier die Dynamik nach oben verwehrt und der Markt fällt wieder nach unten ab,
heißt das zugleich hier Bruch dieser unteren Linie 542205. Darunter hier ist dieser nächste Staubereich bei 531. Im kurzfristigen kann man natürlich auch hier ein paar Tageslows rausschauen, beziehungsweise hier, das ist ja auch dieser Bereich hier unten. Ich hänge da mal kurz ein Schildchen dran. Das ist natürlich auch ein Bereich, der im Stundentrend auch eine Rolle gespielt hat. Hier ganz grob die Marke 536121. Das ist hier. Da haben wir einen Schwung gehabt in der Stunde, Korrektur in der Stunde, dann ging wieder der Aufwärtslauf und seitdem seitwärts. Sehr, sehr schön im Stundentrend auch zu sehen, könnte unter Umständen nach unten hin eine relevante Marke sein. Wie schon gesagt, der nächste stark sichtbare Staubereich im Tageschart sind hier unten die 531. Hält das Ganze nicht, hier unten die Supports um 519.890 beziehungsweise hier das alte Tief bei 513.070, das im Chart. Und wir haben gerade über die Stunde gesprochen. Aus diesem Grund schauen wir uns die Stunde auch noch einmal an. Hier oben sehen wir den ganzen Seitwärtslauf mit diesem Hickhack, sage ich immer so schön, der in Seitwärtsphasen vorhanden ist. Und hier sehen wir schön diesen Zwischenstaubereich bei 536.121. Hier sehen wir es. Da hat der Markt einfach ein bisschen durchgeatmet und das Tief hier unten gefunden, bevor er dann weiter nach oben gelaufen ist. Das sind so die Dinge, die man sehr, sehr schön auch in den kleineren Zeiteinheiten immer wieder mitsehen kann. Zurück in den Tageschart, zurück in die Währungen. Wir gehen hier rein in das Währungspaar Euro-Schwedische Krone. Grundsätzlich auch wieder hier eine Bewegung, die diesen Aufwärtstrend erst einmal rausgenommen hat. Den Tief, den Bruchbereich hatten wir hier unten an diesem Low, hier unten, wo wir hier drunter durchgelaufen sind. Das war die Marke von 1046448. Hier gab es unten den Bruch. Ganz klar und deutlich zu sehen, aktuell bietet der Markt hier um 10,45 leichte Unterstützung. Wir sehen, er fällt nicht mehr wie ein Stein. Was kann sich daraus entwickeln? Wir haben ja gestern zunächst erstmal im Tagesverlauf wieder schön Aufwärtsdynamik gesehen, bevor dann wieder abverkauft wurde. Heute will der Markt auch nicht gleich nach unten fallen, aber Dynamik nach oben schaut halt auch ein bisschen anders aus. Das heißt, an dieser Stelle blickt man nach oben mit Blick in den oberen Chart und es kommt doch dazu, dass sich der Markt hier etwas nach oben entlädt nach diesem Trendbruch. Wäre hier erst einmal das Tageshoch von gestern eine relevante Marke bei 10,48795 beziehungsweise das nächste Tageshoch hier bei 10,52305, das auf der Oberseite. Aber wenn der Markt hier schwach bleibt und dieses Gezappel unten hin zum Support oder zum leichten Tiefbereich hier bei 10,45 weitergeht und wir brechen drunter, das könnte dann dafür sorgen, dass der Markt hier nach dieser kurzen Innehaltephase durchbricht und das Tief von gestern bei 10,44723 durchläuft und aus rein charttechnischer Sicht wäre dann der nächste Anlaufpunkt hier das Korrekturtief aus dem vorhergehenden Aufwärtstrend bei 10,40326. Das also einmal zur Oberseite und zur Unterseite und auch hier hilft uns wieder ein Blick in die untergeordnete Zeiteinheit. Hier sehen wir schön die Dynamik, die wir gestern hatten, wo der Markt wirklich nach oben geschwungen ist. Macht hier auch höhere Tiefs. Also von der Seite her ist hier noch alles in Ordnung. Man muss jetzt wirklich die Entscheidung abwarten. Dreht er weiter nach oben hindurch. Dann haben wir hier die Situation hier, wenn man das mal im ganz Kleinen nehmen möchte. Erster Swing nach oben. Danach gab es hier nach unten leichte Korrektur. Es wurde allerdings kein neues Tief gemacht. Danach ging es hier nach oben. Also man sieht, der Markt hat hier so ein bisschen aufwärts getrendet, korrigiert das Ganze hier momentan ein bisschen. Und die Aneinanderreihung von diesen Auf- und Abwärtsphasen, die hat halt dann dafür gesorgt, dass wir das Bild haben, was wir jetzt haben. Und wenn wir das sehen, was jetzt hier ist und wir tatsächlich oben rauslaufen, dann wäre das selbstredend die Aufwärtsbewegung hier im Stundenaufwärtstrend. Und das wäre dann die regressive Phase, die wir hier trendförmig ein Stück weit nach oben mit begleiten könnten. Wenn wir uns das Ganze in der Stunde auch anschauen, dann haben wir hier drüben hier um dieses Swing High bei, was haben wir, 10,5 in etwa den nächsten Anlaufpunkt zwischendrin, wenn wir in den Stundentrend blicken, der sich hier schön nach unten geschwungen hat. Das sind so markante Punkte, die man immer wieder hat. Und das sind die Marken, die wir hier schön mit sehen können. Wie schon gesagt, wichtig ist, wie der Markt sich jetzt entscheidet und mit Blick nach unten hin, wenn wir das Ganze mal noch etwas kleiner zoomen, dann sehen wir halt hier auch wieder diesen Staubereich, den wir hier unten haben, um die 10,45 und selbstredend dann später ein paar tiefere Marken, die wir hier im Tageschart auch schon gesehen haben. Das also hier zur Währung Euro-Schwedische Krone und damit schauen wir dann noch in den
Aktienmarkt bzw. Aktienindex hier in Australien. Sehr, sehr schön, was wir momentan sehen. Ein kleines Innehalten, sage ich mal so schön. Warum Innehalten? Wir sehen es, der Aufwärtstrend ist weiterhin intakt. Das Hoch vom Aufwärtstrend, das haben wir momentan im Bereich von 6.285 Punkten. Wir sehen das Tief, das momentane Tief haben wir gefunden bei, was ist es hier unten gewesen, 6.125 Punkten. Wir haben den Support hier unten, das aktuelle Trendtief der vorhergehenden Bewegung hier, das Korrekturtief bei 6.104. Das heißt, wir sind hier unten bei ungefähr 6.100 Punkten relativ gut unterstützt. Hier war auch ein Ausbruchslevel gewesen auf den nächsten Trend, auf das nächste Trendhoch hier, das Zwischenhoch, was wir hier hatten. Und jetzt sehen wir hier die Dynamik eher von der Unterseite nach oben. Setzt sich der Markt nach oben fort, das heißt, wenn wir hier oben über diese Hochs bei ungefähr 6.200 Punkten drüber steigen, dann haben wir hier ein paar Tageshochs, die sind auch relevante Level im Stundenchart, um die Marken von 6.222 bzw. hier oben 6.242 Punkten, bevor der Markt dann hier den Bereich auflaufen kann oder in den Bereich auflaufen kann und den Markt nach oben begleiten kann. Kurse darüber stellen dann mittelfristig selbsttretend auch den Test des Allzeithochs hier aus dem Jahr 2018 bei 6.377 Punkten in den Raum. Das heißt, mittelfristig schön ein Swing in diesem Bereich wäre ohne weiteres möglich. Wichtig ist halt, dass wir jetzt erstmal wieder nach oben abdrehen. Wir sehen hier in den letzten Tagen auch immer wieder beide Dip. Das heißt, immer dann, wenn die Kurse tief geworden sind, haben die Käufer hier entsprechend zugegriffen und das Ganze nach oben gekauft. Ähnliches sehen wir auch heute wieder. Wir waren schon unten, wir laufen hoch. Mal sehen, wie es ausgeht. Läuft es doch etwas tiefer. Wie schon gesagt, liegen hier ein paar Tagestiefs, die kurzfristig anlaufbar wären, hier bei 6.165, 6.125 bzw. hier dieses Tief, dieses Zwischentief bei 6.125 Punkten. Also hier die 52, hier die 25 und hier unten selbstredend der weitere Support. Muss man sehen, was draus wird. Wir haben hier Chancen in beide Richtung. Dynamisch nach oben wäre natürlich das logische Zeichen, dass wir hier schön in Trendform wieder nach oben laufen. Und auch hier würde die Stunde dann das entsprechende Zeichen geben, weil sich dann in der Stunde der inzwischen gebildete Aufwärtstrend fortsetzen würde. Wir sehen das hier, wir hatten erste Bewegung, die erste Korrektur, danach ist der Trend entstanden hier und das Gezappel, was wir hier momentan sehen, ist einfach die regressive Phase innerhalb des Aufwärtstrends in der Stunde. Das sind die Dinge, die wir hier sehen, positiv nach oben, übers Hoch, hin zum Allzeithoch, korrektive Ausweitung entsprechend in die unteren Marken rein. Das für heute und hier die aktuellen Handelsideen. Ich hoffe, der ein oder andere konnte interessante Ideen mitnehmen. Fragen sehe ich heute keine. Von der Seite her meine Einladung. Nutzen Sie ruhig diese Chance hier, auch mal eigene Charts analysieren zu lassen, wie wir es gestern beispielsweise auch gehabt haben. Ansonsten freue ich mich über die vielen Zuschauer, die wir hier auch im Laufe des Tages noch haben, die das Video immer in der Aufzeichnung anschauen. Lade Sie auch ein, wenn Sie es schaffen, kommen Sie ruhig mal morgens rein. Ansonsten allen einen schönen Handelstag. Bis morgen, spätestens 8 Uhr, gibt es wieder den Blogauftrag auf unserer Webseite hier bei Tickmill und um 8.30 Uhr wie immer die Besprechung der tickenden Charts. Ich freue mich drauf, allen einen schönen Handelstag. Bis morgen, tschüss.